je peux le déclarer, ami, tout tourne, 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 tourne. On s'y désarme, je bois un jour, un point. Chante vivant, un souffle que fait sans la guerre. Chante vivant, mes amis, buvant dans. Quand je peux le déclarer, ami, tout tourne, 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 tourne. On s'y désarme, je bois un jour, un point. Nein, die Knochen zu fallen zu Staub, wenn da Luft dran kommt. Echt? Götter aber zeigten sich erstaunt über solche Gastfreundschaft. Ein reiches Mahl wurde ihnen geboten. Philemon und Baucis boten den Göttern ihr bescheidenes Lager aus Tampons an und schliefen selbst auf dem nackten Erdboden. Das eigene Forschungsergebnisse? Das wird die Sprachwissenschaft aber revolutionieren. Ist ja gut. So komisch war es ja nun auch wieder nicht. Normale Frau wird sich freuen. Ich fahre, wo ich kann. Und du gibst 400 Mark für so ein Zeugs aus. Über einen Blumenstrauß hätte ich nicht gewollt. Soll ich den Kindern jetzt 4 Wochen lang Salzkartoffeln vorsetzen, oder wie hast du dir das gedacht?
morgen zurück, okay? Wenn es dir lieber ist, mache ich es für dich. Ja, werde ich ihn ins Klo. Die Scheiße, schmeißt er einfach mein Geschenk weg. Detlef! Katja! Katja! Erstmal die Scherben raus. Wer hat hier überhaupt wieder sein Glas nicht ausgetrunken? Man lässt nicht solche Reste stehen. Das kostet auch Geld. Wann geht das endlich in deinen Kopf rein? Ich weiß nicht. Das ist mir ganz wurscht, wer das war. Was ist das denn? Was? Mein bester Pinsel. Weißt du eigentlich, was der wert ist? Den habe ich von meiner Oma. Was zum Teufel hast du gemacht damit? Erde abgepinselt. Ich habe gedacht, das wäre ein Pinsel für Archäologen. Und sowas geht aufs Gymnasium. Die Dame hat gedacht. Du hast also wirklich nachgedacht und trotzdem sowas Saudummes gemacht? Steh nicht so krumm da rum. Ein Schlappschwanz siehst du aus. Gute Nacht, Papa. Der Ritter Heinrich hat gegen die ganze Burgbesatzung gekämpft. 6 Ritter hat er erschlagen. Erst dann ist er gesprungen. Und ich? Ich kämpfe überhaupt nicht. Ich sag ihm nur ja, Mama. Fertig. Genau wie der Papa. Ich bin richtig froh, dass wir nicht im Mittelalter leben. In der Gegenwart fällt es nicht so auf, wenn eine Feige ist. Wie du über deine Eltern redest. Die hat in der Scheiße gewühlt, bis es dunkel war. Komm, wir müssen. Also ich weiß gar nicht, was du immer hast. Ich mag deine Mutter. Aber dann tauschen wir eben. Ich krieg deinen Vater und du kriegst meine Mutter und den Rest. Dir sagt sie bestimmt nicht Schlappschwanz. Das hat sie zu dir gesagt? Ich meine, überleg doch mal. Das ist doch nur was für einen Mann. Nur ein Mann kann ein Schlappschwanz sein. Schlappschwanz, Schlappschwanz. Du Schlappschwanz, du. Schlappschwanz, hör doch auf. Hey. Und den Schinkensalat. Danke. Ich komm gleich wieder raus zu dir. Mir macht Spaß, weißt du doch. Der Fritz ist am Wochenende wieder da, hat er versprochen. Geht schon. Halt. Ja. Vielleicht sollten wir doch noch jemanden einstellen, was? Heiraten, kein Billige.
auch ein bisschen Lippenstift? Ich mische auch mit in die Kneipe. Komm her, ich zeig dir, wie man es macht. Das ist mein Geburtstag. Du gehst ins Bett. Du bist wirklich schön, Mama. Danke. Viel Glück und viel Segen, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sind auch mit dabei. Nicola Weizen, alles Gute zum Geburtstag. Hallo, du bist. Hallo. Du trinkst, wie viel du magst. Heute geht alles aufs Haus. Gut. Das ist klasse aus. Leute, das ist ein völliger Blödsinn. Ich lese da Ruhm, Kraft und Ehre den Streitkräften der Bayerischen Hochseeflotte. Bier, Weißwein, Korn, Ratzeputz. Bitte, Helm, komm ja auf. Du hast letztens die Geschichte ausgesucht. Sie mir ein Wasser. Okay. Habe ich doch alle Türkrüste mit Tomate, Zahncreme, Zucreme eingeschmissen. Und jeder, der ins Zimmer gegangen ist, hat da hineingelangt in die Kampel. Wir haben. Ich hab dir was mitgebracht. Ich habe aber erst in einem halben Jahr Geburtstag. Du weißt doch, dass du das nicht machen sollst. Aber ist das so oder so? Danke. Na, wie sieht's aus? Dein Lippenstift ist verschmiert. Ja? Aber so von der Nähe. Und steht, baut sich auf und sagt, ihr da drüben, ihr seid so was Allerhöser. Ihr da drüben seid so was Ehebrecher. Ich bin ein Ehebrecher. Beherrsch dich halt wenigstens ein bisschen, das muss doch nicht gleich jeder merken. Wieso willst du jetzt heim? Und überhaupt die paar Schritte wärst du ja noch zu Fuß gehen können. Und fahr sie doch, wenn sie müde ist. Hast du die Mama auch in der Kneipe kennengelernt? Nein. Wegen was hast du die Mama geheiratet? Wegen dem und dem eben. Warum lässt du dir das gefallen? Ich bin ganz allein auf einer Insel gestrandet und habe mir eine Hütte gebaut und alles. Und ich bin sehr traurig, weil ich nie mehr in meinem Leben einen anderen Menschen sehen werde. Doch plötzlich, da bewegt sich etwas im Gebüsch. Das bin ich, ein Wilder, der noch nie zuvor einen Menschen gesehen hat. Aber ich habe Angst vor dir. Hey du, lauf doch nicht weg!
Mama gegessen. Ist gut. Du auch. Wenn wir den Ritter ausgegraben haben, dann machen wir unser eigenes Rittermuseum auf. Sonnengelben Wänden, Bildern, die die Geschichte erzählen, wie sie wirklich war. Und mittendrin unser Ritter auf seinem Pferd auf einem Sockel aus Eichenholz. Genau. Auf dem Sockel ist eine Messingplatte, auf der steht, ausgegraben von Katja Fahler und Johann Lechner. Und als nächstes graben wir die weiße Frau aus. Die weiße Frau? Du willst die Knochen von einem Burggespenst ausgraben? Ich meine, ich glaube ja nicht daran, aber naja. Es kann doch gar nichts passieren, weil die weiße Frau ist doch die Frau von Ritter Heinrich. Ich weiß was. Ich weiß einen Raum, wo wir den Ritter reinstellen können. Wo? Komm mit. Das Zeug schmeißen wir einfach alles raus. Und den Ofen fängen wir mit einer Decke. Das erlaubt dein Vater doch nie. Ich meine, wo das alles mal deiner Mutter gehört hat. Der Vati kommt hier nie her. Dem zeigen wir einfach alles erst, wenn es fertig ist. Du musst dich auf den Boden legen. Scheiße! Ich geh mal auf Toilette her. Schläfst du, Katja? Mensch, Katja, denk dir, der Simon hat den Johann ins Krankenhaus gebracht. Du kannst morgen mit mir heimfahren, dann kannst du ihn nach der Schule besuchen. Willst du? Gute Nacht. Versuch zu schlafen. In Englisch haben wir eine Ex geschrieben. Und in Deutsch lesen wir gerade die Judenbuche. In Mathe habe ich nicht aufgepasst.
Ich hab dir die Hausaufgaben aufgeschrieben. Hey Mann, fällt mir doch nicht ein, ich hab Ferien. Was hast du jetzt eigentlich? Weiß nicht. Ich komm morgen wieder, Ernst. Glaub, die finden nichts. Und werd recht schön gesund und bedank dich beim Onkel Doktor. Ja, mir liebterweise Blut abgezapft. Und mit Nadeln überall reingestochen. Und alle sind irgendwie so scheißfreundlich. Aber keiner redet mit mir. Ich glaube, es ist was mit der Milz. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Zu was ist denn die gut, die Milz? Also, der Burggraf wollte die Frau von Ritter Heinrich haben. Aha. Deshalb hat er sie entführt. Ja, und da hat sich der Ritter Heinrich verkleidet. Aha. Er hat sich so eine Rüstung angezogen, wie die Männer sie früher hatten. Und so ist er dann die Burggraf geritten, um seine Frau zu befreien. Ja, ich komm gleich. Guten Abend, Detlef. Einen schönen Feierabend, Marianne. Danke, wünsche dir alles. Nur die Männer vom Grafen haben ihn erkannt und ihn angegriffen. Der Ritter Heinrich hat sich gewehrt, wie der Teufel. 6 von ihnen hat er sogar totgeschlagen. Aber es waren halt dann doch zu viele. Ach, geh. Und dann ist er halt die Burg runtergesprungen mit seinem Pferd, dass sie ihn nicht lebend kriegen. Hast du das alles selber ausgedacht? Nee, von wegen. Das ist alles in echt passiert. Aber von der Weißen Frau hast du bestimmt schon gehört. Ja, freilich. Ich hab die sogar schon mal gesehen. Ich auch. Und was hat die Weiße Frau damit zu tun? Ja, das ist doch die entführte Gudrun. Der Graf hat sie nämlich lebendig einmauern lassen, weil sie nichts mit ihm zu tun haben wollte. Tolle Geschichte, oder? Na, ich weiß nicht, so viele Tode und wofür. Er hat nicht einmal Erfolg gehabt, dein Ritter. Aber er hat gekämpft um seine Frau. Zuschlagen kann jeder. Abwarten. Abwarten ist schwer. Man muss abwarten können. Niemanden unter Druck setzen. Ne? Der hätte abwarten sollen, dein Ritter. Wenigstens bis er einen besseren Plan hat. Entschuldigen Sie. Bitte, wo ist denn der Lechner Johann? Der ist verlegt worden, nach Frankfurt in die Uniklinik. Der arme Junge. Mach dir, Mädel, mal keine Angst. Leukämie ist halber heutzutage. Entschuldige, bitte, entschuldige. Danke. Ich mag die Kosten einfach nicht. Halt dich das auf. Also ich gehe dann jetzt. Kommst du mit? Ich will mit. Der Lechner braucht sicher Hilfe in der Kneipe. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Das ist weh noch, dass du da rumspringst. Also gut, aber nur bis um 10. Stell doch die Flasche weg. Du hilfst dir nicht und dem Johann auch nicht. Weg damit. Gesagt, Krebs ist nicht vererbbar.
hat die Uschi den Tumor gekriegt. Mit 25. Und jetzt das Ganze nochmal. Angst, Hoffnung. Und dann herzliches Beileid. Mein Gott. Warum der Bub? Warum mein Johann? Krebs ist nicht gleich Krebs. So ein Kind steckt eine Menge weg. Der Johann schafft das, wirst sehen. Aber ich schaff das nicht. Nicht ohne dich. Gerade wegen der Kinder, Simon, das kannst du nicht von mir verlangen. Ich habe die Verantwortung. Für alle drei habe ich die Verantwortung, für den Detlef auch. Ich kann nicht einfach weglaufen. Ich habe die Pflicht. Nervös? Das brauchst du nicht sein, ich bin nervös für uns beide. Aber der Johann hat Kraft. Mehr als wir beide zusammen. Professor Braun erwartet Sie um 3 Uhr. Ich komme gleich nach. Schaust du aus? Fühl mich auch spitze. Dann kannst du nur noch bergauf gehen, was? Oh. Papa? Ja? Ich dachte, Katja kommt mit. Hey, Katja. Hi, Johann. Thank you.
Gut, Johann? Ja? Das muss so sein. Das zeigt, dass die Chemo wirkt. Die macht Krieg in mir drin. Gegen die kranken Zellen. Hier, die habe ich selbst geklaut. Hey, danke, Mann. Ja, genau, Vitamine. Das ist doch jetzt genau das Richtige. Halt. Zum Durchspülen. Wie wenn man ein Hühnchen ausspült vom Grillen. Das lasse ich mir jetzt von deinem Arzt ganz genau erklären, du Bratung. Muss ich kurz hin. Das wird alles wieder. Das wird alles wieder. Erzähl mir was. Zeugnis hat's gegeben. Ich hab deins mitgenommen und deinem Vater gegeben. Ich hab's gelesen. Du bist richtig gut, 4-1. Und der Ritter. Ich hab ihn gesehen. Er ist auf dem Weg zu dir. Sein Pferd ist ganz schwarz. Passt auf dich auf, ehrlich. Und du? Wart ab, ob ich Locken kriege, wenn die Haare nachwachsen. Zieh mal. Zieh mal meinen Haaren. Oh Gott. Ich wollte schon alle rausziehen, aber dann wollte ich den Vati nicht erschrecken. Gemacht? Du siehst aus wie ein Junge. Ab heute nenne ich dich Klaus. Klaus, 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 Clown. Und ein Preisgeld für sich entstellen, den würdest du kriegen. Die schönen Haare. Wie kann man nur so blöd sein und das Schönste, was man hat, einfach abschneiden? Was denkst du dir bloß? Kann mir mal einer sagen, was in dem Kind da vorgeht? Wie konntest du das tun, ohne vorher mit mir zu sprechen? Wer hat dir das erlaubt? Hör gefälligst auf zu essen und schau mich an, wenn ich mit dir rede! Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss hier raus. Ich fahr weg, dass ihr es nur wisst. Ganz allein? Ich will mit. Ganz allein. Ihr werdet ja wohl mal ohne mich auskommen. Ich kann gar nicht hinschauen. Bin ich froh, wenn ich dich mal ein paar Tage nicht sehen muss. Lieber Johann, heute verrate ich dir ein Geheimnis.
Wir leben in einer grünen Wüste. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, wie sich der Wald aufs Dorf zu bewegt, wie riesige grüne Sanddünen. Eines Tages wird die grüne Wüste das Dorf verschlingen. Wer nicht rechtzeitig flieht, der wird erdrosselt von Baumwurzeln, die wie Krakenarme sind. Wenn du dich mit dem Gesundwerden nicht beeilst, dann findest du unser Dorf womöglich gar nicht mehr wieder. Dann stehst du mitten im Urwald und ich bin vielleicht in Amerika. Also werd schnell gesund. Weißt du, wenn ich mir das so überlege, eigentlich sollten wir der Wüste helfen, das Dorf zu erobern. Wir jagen alles in die Luft, was hältst du davon? Wir machen so eine gewaltige Sprengung, dass von den Menschen nur kleine Stückle übrig bleiben, wie Grobköniges Domestos. Nur die Burg lassen wir stehen. Und oben aus dem Burgturm raus wird eine riesige Buche wachsen. Da werden wir wohnen, in einem Baumhaus. Grüße aus der grünen Wüste, deine Katja. Die Summe hast du wirklich gut hingekriegt. Schmeckt gerade wie bei der Mama. Biene, Ellenbogen runter vom Tisch. Männer bald, siebenmal geschieden und einmal verletzt. Die Mama! Ja, wie sieht's denn hier aus? Hallo, Mann. Hallo, Mama. Gar nicht schlecht. Fehlt nur ein bisschen Rosmarin. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ach, übrigens, ich habe gehört, dass der Johann im Herbst wieder in die Schule gehen kann. Weil die Langzeitbehandlung kann er auch hier machen. Warst du bei mir im Zimmer? Was soll das heißen? Warst du beim Drin? Hast du ihn besucht? Biene, geh hoch und zieh dir schon mal den Schlafanzug an. Ne? Ich komm dann gleich. Was soll denn die Fragerei? Ich bin doch nicht blöd. Du warst in Frankfurt. Aber der Johann hätte nichts merken dürfen. Wie soll er denn gesund werden, wenn ihr sowas macht? Wenn ihr sowas macht? Was schaust du jetzt deinen Vater an? Glaubst du, der ist deiner Meinung? Da täuscht du dich aber. Der hat ein bisschen mehr Menschenkenntnis als du. Und vor allem mehr Herz, der versucht wenigstens, mich zu verstehen. Der geht jetzt in dem seine Dunkelkammer. Also schön, ich war mit dem Simon in Frankfurt und ich habe auch den Johann besucht. Ich hätte kein Geheimnis draus machen sollen, das gebe ich zu. Glaubst du, nur weil ich mit deinem Vater verheiratet bin, darf ich keinen anderen Mann mehr anschauen? Wenn ich meine Familie liebe, das sind ja auch schon drei Leute. Wieso kann da nicht noch einer dazukommen? Bloß, dass die Männer nicht teilen können. Für die gibt's nur ganz oder gar nicht. Aber das verstehst du noch nicht. Krieg ich eine Zigarette? Was machst du jetzt?
Wenn du zum Simon ziehst, ich komme nicht mit, das sage ich dir. Und die Biene bleibt auch hier und der Johann kommt auch zu uns. Ich kann für alle sorgen. Du glaubst, du kannst mich ersetzen, ja? Aber wie es in mir ausschaut, das kümmert dich an den Dreck. Immer hin und her gerissen, immer das Gefühl, irgendwen zu vernachlässigen. Die ganze Scheiße hier! Du hast kein Recht, dich einzumischen. Du nicht. Ich komme zurück. Mir schon. Trotzdem war ich nicht sicher. Und meinst du denn, ich weiß nicht, warum du da noch sitzt? Doch nur aus Pflichtgefühl, weil du glaubst, ich allein schaff's nicht. Das stimmt nicht. Jetzt bist du ungerecht, wirklich, das stimmt nicht, das musst du mir glauben. Ich bin schrecklich. Ich mache alles falsch. Was ich auch tue, ist es immer irgendwie falsch. Ich weiß nicht mehr weiter. Es tut mir leid, Detlef. Ich habe immer gewollt, dass du glücklich bist und dass du alles kriegst, was du brauchst. Du bist halt die Einzige für mich. Das ist schwer, wenn der eine den anderen mehr braucht. Früher war das anders. Wie du das erste Mal bei mir daheim warst. Und dann kam meine Mutter zu Besuch. Als ob sie es gerochen hätte, dass sie stört. Sturzbesoffen natürlich. Jetzt hat er sie gesehen, habe ich gedacht, jetzt weiß er Bescheid. Das war's dann wohl. Ehrlich, das hast du gedacht? Mhm. Eigentlich war sie doch gar nicht so schlimm, ne? Und du hast dir ganz höflich ihre Jammerei angehört. Und immer kräftig nachgeschenkt. Und als sie nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, hast du sie ins Auto geschleppt und nach Haus gefahren. Und bist erstaunlicherweise wiedergekommen. Noch Mädchen in der Klinik?
je peux les déclarer à mes tonnes, 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 tonnes. Je les aime, je peux un jour avoir. Chante et vive, un souffle qui fait son guerre. Chante et vive, mes amis, vive, on dort. Hey Johann, schön, dass du wieder da bist. Geht's dir gut? Warte, ich hab dir was mitgebracht. Du wirst staunen, echt. Hey Katja. Sieht gut aus mit den Haaren. Nicht schauen. Hey. Super, danke. Ihr seht doch nicht. Oh, warte, da kommt noch was. Ah! Der Helm ist ja irre. Der sieht richtig geil aus. Ja, aber das Allerbeste kommt erst noch. Aber ganz vorsichtig. Ist ja Wahnsinn. Was hast du gemacht, dass er nicht zu Staub zerfällt? Gar nichts, da waren Fremde. Ich musste ihn einfach retten. Ich bin Heinrich von Treibelheim. Mich kriegt keiner klein. Jetzt kriegen wir doch noch unser Museum. Und von dem Geld kaufen wir uns eine richtig geile Ausrüstung mit Metalldetektor und all so einem Kram. Ja, aber zuerst müssen wir den Ritter ausgraben und dann die weiße Frau befreien. Ich weiß auch, wo sie ist. Wenn es trocken ist, dann können wir die beiden holen, ja? Naja, mein Arzt sagte eigentlich, dass ich mich noch nicht so anstrengen sollte. Naja, dann warten wir doch ein bisschen. Nimm doch mal die Mütze ab! Ja, komm schon, zeig doch mal. Komm. Tada! Cool. Hallo, Abgang. Hallo. Sag mal, hast du es jetzt bald oder was? Hier sitz ich jetzt, klar? Johann, wie schön, dass du wieder bei uns bist. Hefte weg, Bücher weg, wir schreiben ein Extemporale. Du musst natürlich nicht mitschreiben. Konferenz beschlossen, dass du während der Pausen hier im Zimmer bleibst. Wegen der Bakterien auf dem Hof und so. Komm, die Hofpflicht gilt auch für dich. Ein paar Tage, dann sind alle wieder wie vorher. Willst du dich neben mich setzen? Meine Ärzte werden mir den Kopf abreißen, wenn ich das erlaube. Das zu Recht, dich da in den Rauch einzustellen. Stell dir vor, jemand hat Grippe, zack, das Lüse. Aber ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Johann, vergiss es.
Willst doch nur nicht, dass mich die Gäste sehen. Johann, das ist Unsinn und das weißt du ganz genau. Ich will, dass du wieder gesund wirst. Du musst wieder gesund werden, klar? Ist das klar? Okay? Okay. Bei der Arbeit kein Bier trinken. Der Johann ist stabil, seine Blutwerte sind okay und du lässt dich gehen. Du benimmst dich wie ein kleines Kind, was keine Verantwortung übernehmen will, aber die nimmt dir keiner ab, das sage ich dir. Komm nicht jetzt. Hey Johann, was ist denn los? Jetzt sag schon. Ich weiß nicht. Alles hat sich irgendwie so verändert. Nichts ist mehr wie vorher. Aber ich bin noch wie vorher. Stimmt. Warum eigentlich? Warum wohl? Thank you.
werden immer zusammenbleiben. Und nach der Schule gehen wir weg aus dem Dorf. Wir kommen erst wieder zurück, wenn wir berühmte Archäologen sind. Und das ganze Dorf wird stolz auf uns sein. Trödel halt nicht so. Alles klar mit dir? Ich helfe dir. Durch den Baumstumpf könnten wir doch einen Sockel machen für den Ritter. Nee, der ist doch viel zu schmal für das Pferd. Wir stellen den Ritter erstmal auf eine alte Tür, würde ich sagen. Sonst wird's dunkel, bis wir oben sind. Ich grabe noch allein aus. Du brauchst nur zuschauen. Kommst du? Was ist denn jetzt? Ich mag nicht. Ich gehe heim. Fehlt dir was? Ist dir nicht gut? Mir geht's prima, ich habe bloß einfach keine Lust. Du hast es versprochen. Wenn wir ihn jetzt nicht ausgraben, dann ist es zu spät. Hol ihn doch alleine. Ich will ihn aber nicht alleine ausgraben. Das ist doch unser Ritter, unser Geheimnis. Was ist denn auf einmal los mit dir? Nur, dass du es weißt, ich finde den Ritter doof. Das ist doch Kinderkram. Nur wegen dir bin ich mitgekommen und jetzt habe ich einfach keine Lust mehr.
Schwerer Rückfall. Sehr bedenklich, hat der Arzt gesagt. Nichts. Kann nichts machen. Er hat mich nach Hause geschickt. Mein Sohn hat mich nach Hause geschickt. Er will mich nicht da haben. Was ist denn passiert mit dem Johann? Er stirbt. Jetzt stirbt er. Springst, das wirst du bereuen. Dein Leben lang wirst du das bereuen. Das wirst du nicht vergessen. Ich bin kein Mann, der mal einfach fallen lässt. Hab ich verstanden, Simon. Du hast dein Ziel erreicht, die Nachbarn werden 3 Monate über mich tratschen. Und jetzt geh heim. So leicht mache ich dir nicht, so leicht mache ich dir nicht. Ich werde dich brennen. Und dann spring ich in dein Haus rein und zünd euch die Bude über dem Kopf an. Gib mir das Feuerzeug. Du sollst mir das Feuerzeug geben. Darf ich aushelfen? Ich werde dich verlassen, Detlef. Und die Kinder nehme ich mit. Ich kann für den Anfang eine Wohnung im Altersheim bekommen. Erstmal. Change your way, unaware of time.
Ich würde mich aber freuen, dass du kommst. Der liegt jetzt zwei Zimmer weiter, ja? Mhm. Okay, ciao. Schwester Inge, mir ist immer noch kalt. Hi, Johann. Was machst du denn hier? Ich konnte nicht anrufen, dass ich komme, weil das Geld für den Zug habe ich erst letzte Nacht gekriegt. Ich wollte doch nur sagen, es tut mir leid, dass ich dich den Burggraben raufgescheucht habe. Ich könnte doch nicht wissen, dass du wieder einen Rückfall kriegst. Lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Warum bist du so? Ich will meine Ruhe haben. Ich hab dich nicht eingeladen, oder? Also hau ab! Hau ab! Lass mich in Ruhe. Du nervst mich! Ich will dich nicht sehen, nie wieder! Ich ruf den Arzt, er schmeißt dich raus! Thank you.
viel Geld ich dir mit den Arsch habe, ich schwänze die Schule, ich lüge alles für dich. Ich geh jetzt nicht, ich geh nicht. Du bist sowas von doof. Sowas von doof. Okay. Dann gehe ich eben. Aber erst, wenn du mir gesagt hast, warum du mich nicht mehr magst. Sonst bleibe ich hier sitzen bis nächste Woche. Sag was! Was weißt denn du schon? Dir geht's doch immer nur um dich! Gib mir die Scheißdecke! Der in dem anderen Bett, der war 17, der hatte 4 Rückfälle, 4! Vielleicht bin ich der Nächste. Kann gut sein. Du nicht, ich will nicht, dass du stirbst. Ich will. Das ist so egal, was du willst oder was ich will. Das stimmt nicht. Mit dem Willen schafft man alles. Du stirbst nicht, wenn du leben willst, das weiß ich. Und ich will, dass du willst, dass du wieder gesund wirst. Denk an den Ritter und alles. Das Leben taugt einfach nichts mehr ohne dich. Ich hab dich wirklich lieb, verstehst du? Wenn ich alleine bin, denke ich, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich tot bin. Keine Chemo mehr. Nichts tut mir weh. Aber wenn du da bist, weiß ich eben, was alles weg ist, wenn ich tot bin. Das ist so gemein. So gemein. Ich weiß, dass ich bald wieder gesund bin. Egal, was passiert, ich werde immer bei dir sein. Was ist, Katja? Kommst du mit? Nein, ich bleib hier. Du weißt ja, wo ich bin. Versuch mich zu verstehen. Sie wechselt ja die Männer. Hauptsache, sie ist glücklich. Mein Ding hat sie ja. Da bist du denn glücklich, Moment, wenn du einen Mann bezahlen musst? Moment.
dein Geld kriegst du wieder. Ich hatte hier Fall am Apparat. Wieso? Nein, aber ich bin die Freundin vom Johann. Nein, den hole ich erst, wenn Sie mir sagen. Herr Lechner, am Telefon, der Johann. Mama, Pilz. Lechner. Bitte bezahlen und gehen. Mein Sohn ist gerade gestorben. 18,50. Komm, geh heim. Ich mache hier fertig.
Close my mind.